dass sie sich einen Moment lang damit befasst haben, ob du leben oder sterben You sollst. don't seem like the sort to petition the gods to keep him out of hell. So why not cry mercy to the one person in this room with the power to grant it? Du scheinst mir lieber zu sein, der die Götter anfleht, nicht in die Hölle fahren zu müssen. Aber warum flehst du nicht die einzige Person in diesem Raum um Gnade an, die die Macht hat, sie dir zu gewähren? Sie wendet dir ihre Augen zu und hebt erwartungsvoll ihre gefiederten Augenbrauen. Ja, Versado angreifen und für die Dominance arbeiten, nee. Versado jetzt im Stich lassen wäre auch nicht so wohltätig und leidenschaftlich, wie ich sein sollte. Also schütze ich ihn. Palagina lässt ihren Blick fallen und beginnt gleich den Kopf zu schütteln. Wenige Augenblicke später wirft sie ihren Kopf nach hinten. Verzano, you have a saint looking out for you after all. Sie nimmt einen langen Schritt, also haha, Versano, immerhin gibt es einen Heiligen, der auf dich aufpasst. Sie nimmt einen langen Schritt durch den Raum und packt sich den Kopf des bereits überaus nervösen Versanos mit ihren gefiederten Händen. Eine Geste, die sich aus dem gefährlich schmalen Grat zwischen Liebkosung und Zerquetschen bewegt. Just don't come knocking on the embassy door. Understand? Aber komm bloß nicht, klopf an die Tür der Botschaft, verstanden? Versado antwortet mit mehrmaligem schnell schwachen Nicken. Palagina nickt einmal zurück und gibt ihr einen leichten Klaps ins Gesicht. Do as you will. He's no longer my concern. Sie dreht ihren gefiederten Kopf in deine Richtung. Tu, was du willst. Es ist nicht mehr meine Sorge. Oh, dass die hinter uns sind, ist nicht gut. Dana schnellt in Begleitung eines Trupps vom Fußsoldaten der Dominus durch die Tür. Ihre beschuhte Hand lässt sie auf ihrem Heft ihrer Waffe liegen. Als sie dich ansieht, hat sie ein spöttisches Lächeln auf dem Gesicht. Anscheinend tat ich falsch daran, dir deinen Schnitzer nachzusehen. Aber keine Sorge, ich mache niemals zweimal denselben Fehler. Okay, Dana kriegt man magische Geschosse. Wir buffen hier mal. Au, Alof kriegt was. Wo ist Alof? Da ist Alof. Na, der ist eh fast tot. Quest abgeschlossen um ihren Preis. Er wischt sich den Schweiß vor der Stirn und sieht dich mit den weit aufgerissenen ängstlichen Augen eines gejagten Tiers im Lagerhaus um. Amika, ich kann es dir gleich genug danken, aber das wird die Dominance nicht lange aufhalten. Ich muss von dir verschwinden und dasselbe würde ich dir auch empfehlen. Mit zitternden Händen übergibt er dir seine Pistole und einen Münzbeutel. Das ist alles, was ich nach dieser unglücksigen Unternehmung noch übrig habe. Vielen Dank und bitte pass auf dich auf. Oh, wir haben Steuern eingetrieben. Davon gingen 131 an Banditen verloren und 807. Oh, wir haben schon wieder guten Einnahme gemacht. Gut. Yes. Sie hatte sicherlich auch was Wertvolles noch dabei. Ein gutes Rapier und ein paar andere Sachen. Ein paar Kupferstücke und Silberlusken. Okay, und Silberfettige. Absolut. Okay, und da war nichts mehr drin. Das wurde nur einfach noch angezeigt. Ja.
Angebot und Nachfrage. Ich sprach mit Brikanta Domini über die Preissenkung von Bittergurken für Mehl. Aufgrund meiner Hilfe stimmte Brikanta gerne zu. Und um jeden Preis. Ich beschützte Versado vor der rachsüchtigen Dana Domini. Ich werde mich vom Rest des Hauses Domini vorsehen müssen. So. Können wir ja gleich mal gucken, wie so unsere Reputation ist. Sobald wir mit Paletten. Nee, können wir vorher machen. So. Wir sind in Trotzbruch Verbündeter, das heißt, wir könnten eigentlich dann demnächst mal wieder nach Urfeuer gehen und in den Archiven nachfragen. Schmelztiegelritter sind wir Verbündete, der Dutzende. Aus Domine sind wir Halunke, ja, damit können wir leben. I've had Ijamok. But you can't talk to him. My standards changed around year two. Oh, nette Unterhaltung. Hallo, fragt Sagani. Du bist schon seit 5 Jahren auf dich alleine gestellt? Ich hatte Itomak. Aber du kannst nicht mit ihm reden. Meine Standards haben sich ungefähr ab dem zweiten Jahr verändert. Ja, normalerweise können Waldläufer mit ihren Tieren reden. Yes? Hi, Palegina. Ah, it's done then. Palegina schaut mit zufriedenem Gesichtsausdruck hoch. Ah, dann ist es also erledigt. Verzano plays with fire and someone else always pays the price for it. Your charity is more than he deserves. Still, at least I don't have to deal with him anymore. For that I'm grateful. Versado spielt mit dem Feuer und immer muss jemand anderes dafür den Preis bezahlen. Palegina seufzt. Deine Mittätigkeit ist mehr, als er verdient hat. Trotzdem, wenigstens muss ich mich jetzt nicht mehr um ihn kümmern. Dafür hast du meinen Dank. Whether you intended to or not, you've done the Valian Republics a service today, ridding us of him. I work closely with the embassy to protect our interests, but lately I think our gaze has been too narrow. Indem du uns leider entledigt hast, hast du den Valianischen Republiken heute einen großen Dienst erwiesen, ob du das beabsichtigt hast oder nicht. Zum Schutz unserer Interessen arbeite ich eng mit der Botschaft zusammen, aber ich finde, dass wir in jüngster Zeit zu kurzsichtig handelten. You clearly have pursuits of your own in the city, but I think we could help each other out. If you're interested in doing some work for us. Officially, I mean. We can go together and I'll introduce you to the ambassador. Du gehst in der Stadt eindeutig deinen eigenen Interessen nach, aber wir könnten einander trotzdem helfen, sofern du gewillt bist, Aufträge für uns zu erfüllen. Sie schaut zum Lagerhaus zurück und hebt ihre gefiederten Augenbrauen. Ich meine ganz offiziell. Wir könnten zusammen in die Botschaft gehen und ich würde dich dem Botschafter vorstellen. Das klingt gut. Lass uns gehen. Maybe I can finally do something more worthwhile than playing nanny to merchants. The embassy is up in First Fires, southwest of the Ducal Palace. Gut, vielleicht kann ich jetzt endlich etwas Wichtigeres tun, als Kindermädchen für Kaufleute zu spielen. Sie lächelt. Die Botschaft befindet sich in Urfeuer südwestlich vom Palast des Dukes. Wen tun wir vorübergehend raus? Farewell. Tun wir mal Sagani. Farewell. Tun wir mal Sagani raus. I'm ready. Und jetzt müssen wir Palegina aufleveln. Guter Zweihänder, eine gute Pistole. Hm.
Also Vergebung ist schon mal besser als Edeas aktueller Revolver. Den Ring können wir übrigens mal wegpacken. So, jetzt müssen wir Palegina erstmal aufleveln. Biello Vidori ist ein Kampfschrei der Finsternis. Da. Modifizier Flammen der Hingabe. Einheiten im Wirkungsbereich Angriffsgeschwindigkeit. Ja, warum nicht? So, dann brauchen wir. Nehmen wir mal Heimlichkeit und mehr Überleben. So. Eifriger Fokus oder eifriger Sturmangriff? Nee, eifriger Fokus. Dann haben wir zwei Auren. So. Jetzt brauchen wir. Ja, Soldat. Und nächste Stufe. Noch ein Punkt in Überleben. Hand auflegen haben ist nie verkehrt. Weil wir das öfter benutzen können. 8 Punkte übrig. Athletik. Größeres Handauflegen, intensive Flammen. Kritischer Fokus. Von eifriger Fokus betroffene. Wandel 5% gewöhnliche Treffer, kritische Treffer, das ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Und das war's. Also ja, das hier ist ja eifriger Fokus. Das ist die Flamme der Hingabe, die wir noch nicht mal haben. Weil wir lieber Hand auflegen genommen haben. So, jetzt haben wir eifrige Ausdauer und eifrigen Fokus. I'm here. Wir sind aber hier noch nicht fertig eigentlich. Ich bin nämlich noch nicht hier die. Ja, Holsten Docks abgegangen. Auf unserem Schiff gab es monatelang nichts Anständiges zu trinken. Ich könnte einen Schnaps vertragen, der selbst Tote aufwecken würde. A dozen Adiran ships were shattered against these levies during the War of Defiance. Best to heed the astrologers, I find, where tides are concerned. Place gets my blood beating in all the right places. Okay. Toll, Duritz. Also Kada sagt zu den Docks, an diesen Deichen zerschäden während des Widerstandskriegs ein Dutzend indirische Schiffe. Was die Fluten betrifft, sollte man sich wohl nach dem Rat der Astrologen richten. Dieser Ort bringt mein Blut zu pochen, sagt Duritz, und zwar an den richtigen Stellen. Bei Duritz kann man nie sicher sein, was die richtigen Stellen sind. Ja, und die sagen, glaube ich, irgendwie, also wenn man von der Heimat wegsegelt, dann immer auch mit einem weinenden Auge. Aber ganz exotische Orte zu sehen, ist ein ganz guter Ausgleich. Der Kapitän wird gar nicht glücklich sein, davon zu erfahren. Oh, hier brauchen wir 3 Dietriche für. Mal gucken, was da drin ist. Ach, eine Perle und Nopal, das hat sich rentiert. Dieser junge, schlaksige Matrose bringt seine Kappe ängstlich in seinen Händen.
Auf seiner gerunzelten Stirn sammelt sich der Schweiß. Als du dich ihm näherst, werden seine Augen größer und er geht ein paar Schritte nach vorne. Good day, Stranger. Hey, hättest du einmal Zeit? Du bist nicht von hier, oder? Du siehst nicht aus, als kämst du von den Docks. Er sieht sich nervös um. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Ja, fragen wir mal. Was lässt sich vermuten, dass ich nicht von hier bin? Bauchgefühl. Der Matrose grinst so. Ich könnte deine Hilfe trotzdem wirklich gebrauchen. Bist du ein Matrose? Jawohl, vor einem halben Jahr habe ich angeheuert. Die Bezahlung ist ziemlich ordentlich und der Anblick der Sonnenaufgänge auf hoher See. Was will ich für nichts in der Welt aufgeben? Er seufzt. Ich wünschte nur, ich hätte mich zuerst über den Käpt'n informiert. Um welches Problem geht es denn? Oh, vielen Dank. Die Leute haben nicht gelogen, als sie dich gutherzig nannten. Er fährt mit einer Hand nervös durch die Haare. Es geht um den Käpt'n. Eigentlich nicht um den Käpt'n selbst, sondern um seine Truhe, seine Seemannskiste. Darin bewertet er all seine Wertsachen auf, sicher verstaut. Ich habe sie mit den restlichen Sachen aufgeladen. Ausgeladen, da wir ein paar Tage im Hafen bleiben und... Es könnte sein, dass ich ein bisschen abgelenkt wurde.